Herzlich willkommen zu meinem Tutorial HTML und CSS. Mein Name ist Frederik Weitz, ich führe euch durch diesen Kurs. Wir hatten uns beim letzten Mal so ein ganz wichtiges Element aus dem CSS angesehen, dieses Style Tag oder ein Style Attribut, und uns die Property Color angesehen und beziehungsweise auch Background Color. Und diesmal möchte ich euch, um einfach zu verdeutlichen, wo der Unterschied auch liegt zwischen HTML und CSS, in den nächsten Folgen erstmal auf HTML eingehen und euch zeigen, was macht das eigentlich. So, und in diesem Video werde ich euch den Befehl strong vorstellen. Strong wird eingefügt mit einem Start-Tag, den seht ihr hier. Und dann natürlich auch mit einem End-Tag, das heißt, es gibt noch einen Tag mit einem Schrägstrich davor. Und der Strong-Befehl, der formatiert auch den Text. Ja, ich hatte euch das ja schon gezeigt, dass der einen Text fett ausgibt. Aber das ist nicht das Wichtige vom Strong-Befehl, das ist ein Zusatz. Erstmal markiert der Text innerhalb dieser beiden Felder, also innerhalb dieser beiden Tags, das Element wird durch eine Wichtigkeit, eine Ernsthaftigkeit oder eine Dringlichkeit markiert. Das heißt, zum Beispiel, wenn ihr in einem Paragraphen ein Thema habt, dann ist es ganz sinnvoll, dass ihr in diesem Absatz das Hauptthema dieses Absatzes mit einem Strong umklammert, sodass dann auch tatsächlich der Browser lesen kann, okay, da da steckt sozusagen so der Kernaspekt dieses Abschnittes drin, in diesem einen Wort. Oder es kann vielleicht auch eine Kernaussage sein, die ihr durch Strong einfach markiert. So, es ist völlig egal übrigens, wie ihr dann die Sache formatiert, denn HTML ist eine Sprache, die ein Dokument interpretiert oder markiert durch bestimmte Bedeutsamkeitsaspekte, und dahinter könnt ihr durchaus dann alles Mögliche an grafischer Formatierung reinschreiben, wie ihr lustig seid, und das ändert nichts an dem Strong-Befehl. So, das ist ein ganz großer Unterschied zu dem Befehl B. Um das jetzt nochmal deutlich zu machen, der Befehl B, der eben tatsächlich etwas in einer bestimmten Art und Weise formatiert, nämlich als Fettdruck ausgibt, als Bold, aber im Prinzip nur anzeigt, dass dieser Textabschnitt etwas anders ist als der vorhergehende. Aber es gibt sozusagen nicht die Markierung mit Wichtigkeit, Ernsthaftigkeit, Dringlichkeit. Und wenn ihr sagt, da ist mir jetzt etwas in meinem Dokument besonders wichtig, dann solltet ihr eben diesen Strong-Befehl benutzen und nicht den Befehl B, weil der eben tatsächlich nur eine optische Veränderung hinzufügt und nicht etwas, was vom Browser als unterschiedlich, als besonders wichtig erkannt wird. So. Wie benutze ich den Strong-Befehl? Ich setze den, und hier seht ihr das dann nochmal, setze das Start-Tag Strong und das End-Tag, und dazwischen gibt es eben einen bestimmten Text. So. Nun kann ich diesen Strong-Befehl auch ineinander verschachteln, das heißt, ich kann den zweimal hintereinander benutzen, und dadurch erscheint jetzt der Text 3 im Gegensatz zum Text 2 als nochmal in seiner Wichtigkeit erhöht. Das heißt, ihr könnt sagen, das eine ist strong, das zweite ist ganz besonders stark, ganz besonders wichtig, und natürlich könnt ihr dann noch das einklammern in und das ist noch wichtiger und das ist noch wichtiger und so weiter und so fort. Ihr könnt also das Ganze nochmal deutlich erhöhen. Bitte beachtet, wenn ihr den Strong-Befehl benutzt, wenn ihr sozusagen sagt, oh, ich habe jetzt da ein Wort, das ist so wichtig, das setze ich mal in 5 Strong-Befehle hinein. Das wiederum macht gar nichts, so, sondern der Strong-Befehl ist auch ein Befehl, der durch den Unterschied etwas markiert,
Das heißt, ihr braucht auf jeden Fall, wenn ihr einen zweimaligen Strong oder etwas zweimal in Strong einklammert, irgendwo in eurem Dokument auch etwas, was ihr einfach nur als Strong gesetzt habt, damit der Interpreter, der da drüber läuft, dann sagt, okay, das eine ist wichtig und das andere ist super wichtig. Ihr braucht also die verschiedenen Level von diesem Strong mit dazu. Und das erkennt dann hoffentlich auch der Browser, beziehungsweise natürlich auch die Suchmaschine, die dann später eure Webseiten interpretiert. Und das macht der Befehl strong, und der soll eigentlich auch gar nicht mit einer grafischen Markierung zusammenhängen. Für die grafische Markierung ist eben wieder das CSS zuständig, und strong ist ein Befehl aus dem HTML. Das hat bloß eben, wenn man es so einsetzt in seinen Text, macht es eben den Text auch fett. So, und ich zeige euch jetzt gar nicht, wie das eingesetzt wird, weil ich denke, es ist tatsächlich wichtig zu begreifen, dass die HTML-Befehle nicht mit einer grafischen Markierung zusammenhängen, sondern eben wirklich auf eine Bedeutsamkeit hinweisen. Das ist so ein bisschen, na, ich sag mal, am Anfang nicht so einfach zu verstehen. Aber ich denke, wir schauen uns im nächsten Video schauen wir uns noch einen anderen Befehl an. Da wird es dann vielleicht noch mal deutlicher, was die HTML-Befehle leisten. Gut, das war's für dieses Video. Ich hoffe, euch hat das gefallen, auch wenn ihr jetzt gerade gar nichts gesehen habt, was man so in den Text eintippen kann. Aber ich denke, es ist einfach auch wichtig, um das deutlich zu machen. So, und ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. Dann gebt mir bitte einen Daumen hoch, und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Und dann zeige ich euch die Alternative zu dem Kürzel Italic, also was etwas kursiv setzt. Und dazu gibt es einen anderen Befehl, der, wie ich finde, ganz überraschende Eigenschaften auch aufweist, die einem nochmal verdeutlichen, was ist HTML. Gut, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin.